Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA 18 Ultimate Team mit Paxis. Ihr werdet es nicht glauben, ich hänge immer noch mit meinem verschissenen Wackelcontroller rum. Oh, die Lieferung hatte, es gab Probleme mit der Lieferung von dem Controller, den ich bestellt habe, von dem Xbox 360 Controller ohne Kabel, und der kommt halt jetzt erst morgen an. Also jetzt ist Donnerstag, ich will jetzt wieder meine Packs aufmachen und morgen kommt er an am Freitag. Das heißt, die ersten Spiele werde ich wahrscheinlich dann auch wieder ohne den neuen machen, sondern mit meinem alten. Dann hoffe ich, dass er im Laufe des Tages ankommt und ich dann mit dem neuen zocken kann. Mann, 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 Mann. Ich habe jetzt auch mein Brasilianer-Team fertig gebaut. Ach ja, stimmt. Und ich habe auch keine weiteren Aufnahmen gemacht für die letzte Weekend League. Ich habe noch drei Spiele gemacht, um wenigstens zwei Spiele zu gewinnen und Gold 2 zu werden. Es war wieder mitten in der Nacht. Ich hatte keinen Bock mehr auf eine Aufnahme. Und ich habe es auch geschafft. Ich habe aus den letzten, also ich habe noch drei Spiele gemacht, habe dann zwei gewonnen, hatte, glaube ich, noch ein Spiel übrig. Das habe ich dann nicht mehr gemacht. Und wir sind jetzt wieder Gold 2. Wenn ich mir überlege, wie beschissen die letzten Weekend Leagues liefen, dass wir die ersten vier Spiele, glaube ich, alle unverdient verloren hatten in der letzten Woche und wir trotzdem noch Gold 2 geworden sind und noch ein Spiel übrig hatten, das ist schon irgendwie krass. So, schauen wir mal, ob wir jetzt auch mal in dem tauschbaren Pack das Glück haben. Was ist, gibt's hier irgendeine geile Belohnung? Nee. Ob wir auch ob wir jetzt mal im normalen Pack vielleicht mal eine geile Belohnung bekommen und tauschbaren Neymar Inform, wobei jetzt gibt es kein Inform Neymar mehr, fällt mir gerade ein. Oh, da ich mir ja gerade mein Brasilianer-Team zusammengebaut habe, hat es funktioniert mit diesem zuverlässiges Mittelfeld. Jetzt bin ich mal gespannt. Kaufe vier Mittelfeldspieler im Wert von mindestens je 1000 Spielern auf dem Transfermarkt per Sofortkauf. Ich bin gespannt, was es dafür jetzt gibt. Also, das ist ja schon, man investiert 4000 Münzen. Mindestens. Ein Silberset für 4000 Münzen, die man mindestens investieren muss. Das ist echt frech. Egal. Wir machen natürlich zuerst das Silverset auf, dann das kleine und dann das große. Ich meine, rein theoretischerweise kann ja hier auch was Gutes drin sein. Also zum Beispiel eine Silberinform. Oder heißt generell mal ein geiler. Ich glaube, der war nicht geil. Es sei denn, man braucht ihn für irgendeine crazy Challenge. Wir haben noch 500 Coins mit drin, ne? Immerhin. Im untauschbaren Set. Ach ja, das ist ja untauschbar. Oh. Alter, das regt mich so auf. Man bekommt irgendwelche echt teuren Tagesaufgaben und die Belohnungen sind verfluchte, untauschbare Sets. Solange es Verträge sind, also Sachen, die man selber wirklich benutzen kann, okay. Okay. Dann macht es ja noch Sinn, weil die kann man ja gut benutzen und das hat halt auch einen Wert. Aber man gibt 4000 Münzen aus und bekommt untauschbare Sets. Man kann die Spieler nicht verkaufen. Den ganzen anderen Schrott, den man nicht braucht, kann man nicht verkaufen. Wenigstens sind ja noch 500 Münzen drin, die ich benutzen kann. Mann, ey, das regt mich auch auf. Aber egal, kommen wir jetzt zu den Packs, wo wir die Spiele auch verkaufen können. Wir haben ja irgendwas Geiles drin. Come on, baby, one time, please. Im Team der Woche war sogar eine Info drin, die ich gebrauchen konnte. Und zwar für meine, nicht mal Leihmann-Spieler. Schön. Und zwar für meine Brasilianer war Second Inform Gustavo drin. Ich habe mir blöderweise schon Inform Gustavo geholt. Jetzt habe ich mir den Second Inform geholt, muss den Inform mal wieder verkaufen. Das war ein bisschen blöd, dass ich das halt vor der Weekend, vor der Bevor ich wusste, was das neue Team of the Woche ist, habe ich mir halt schon das Brasilianer-Team zusammengebaut. Das war ein bisschen blöd gelaufen, aber passiert. Moment, war es gerade 1000? Ja, das ist ja nichts wert. Beste ist ein 76er, das ist auch wieder heftig, ey. Das sieht doch ganz gut aus für einen Rechtsverteidiger. Oh Gott, 400. Naja, dann habe ich keinen Bock drauf. Auch geil, zwei Silberspieler im Pack drin, danke. Okay, also es hat wieder mal Potenzial, das schlechteste Pack-Opening zu werden. Mit zwei Packs, muss man ja sagen. Es sind nur zwei, nicht drei. Das schlechteste Pack-Opening zu werden mit zwei Packs, weil es war nichts Geiles drin und der beste seltene war ein 76er. Also jetzt brauchen wir eigentlich schon wieder fast einen Leinwandspieler, damit es nicht das schlechteste Pack wird. Come on, bitte. Ach, es ist kein Leinwandspieler. Ach du Scheiße. Das ist so heftig. Das ist so heftig, was von den Scheiße man bekommt. Das ist unglaublich. Oh, regt mich das auf. Reed, Reed, Reed. Oh Gott, ein Reed haben wir doppelt. Okay, ich würde sagen, schlechteste Pack bisher. Also wenn man von Zweien ausgeht. 1-3, 1-1, vielleicht bekommen wir die sogar für 1000 los.
Ja, würde ich sagen, schlechteste Pack bisher. Also, schlechteste Pack-Opening mit zwei Packs. Ich habe nichts gedrückt, ich weiß nicht, warum der da rüber springt. Ein ganz schön dickes Gesicht gehabt, dieser Kuna, oder wie der hieß. Kalaschew sieht auch aus wie so ein Türsteher. Als zwei, was ist das für ein Land? Weißrussland. Das ist die Flagge von Weißrussland? Hatte ich irgendwie anders im Kopf. Dritte Liga, der Steffen. Kenne ich nicht. Interessiert mich nicht für die dritte Liga, tut mir leid. Verträge, die ich brauche, das verbrauche ich nicht. Das, ja, ist 200 wert. Das ist traurig, aber es ist so. Dann Team Fitness. 900, wenn ich Glück habe. 1, 3, 900 wurde angezeigt, also oh, 850. Scheiße, ist leider ein bisschen im Preis gefallen, dann nehmen wir mal 800. Ist ja auch nichts mehr wert. Ich überlege gerade, ob ich es einfach behalte, weil es kommt doch immer mal vor, dass man eine Heilungskarte braucht, wenn sie sich wieder für zwei Spiele verletzen. Ach ja, das hier war doch 800, ne? Ich bin auch blöd. So, LM zu LF brauche ich nicht. Ich brauche mal das Umgedrehte. LF zu LM. Oh, ja, ich dachte, wäre ein bisschen was wert. 750. Ja, es ist wahrscheinlich, ich weiß, ich stelle mal für 650 drauf. LF zu LM, da ist es, das brauche ich, das behalte ich, sehr gut. Den haben wir doppelt. 1,5, 1,3, 1,2, 1.000, ja, ich stelle ihn rein für 850, 900, dann bekommen wir ihn los. Ach, den gleichen hatten wir noch im anderen Pack. Verdammt! Also in dem Pack, das wir gerade auch gemacht hatten. Na gut, das war's dann schon. Ihr seht dann logischerweise hier einen Schnitt und dann seht ihr zwei Spiele. Oder, nee, ich zeige euch jetzt schon mal mein, ich zeige euch mal mein Brasilianer-Team. Ich zeige euch mal mein Brasilianer-Team. Da muss ich dann, wenn ich morgen aufnehme, das nicht machen. Es ist hier mit halt in dem Abschnitt drinne. Ja, ist ja egal, wo ich reingehe. Ich will nur mein Team zeigen. Und zwar, ich gehe mal jeden Spieler mit euch durch. Da haben wir Neto in Form, ist der beste brasilianische Torhüter, den es gibt, hat aber auch sehr geile Werte, wie ich finde, ist 1,92 groß, also schön groß, hat 88 Hechten, 86 Reflexe, 85 Ballsicherheit, 80 Positionsspiel. Das ist alles sehr gut, okay, Positionsspiel könnte ein Tick besser sein, aber ich denke, die restlichen Werte machen das wieder wett. Plus 79 Abschlag. Ach, ich sehe gerade, er hat noch Wall drauf. Das war schon mal auf dem, es war schon bei ihm drauf. Habe ich noch Glove durch Zufall? Ja. Natürlich will ich ihn mit Glove spielen und nicht mit Wall. Dann haben wir Thiago Silva, den ich spielen will. Hat natürlich keinen Champions League Style, ich hatte, glaube ich, ihn noch mit vier oder drei Leihspielen und will, dass die Leihspiele alle machen, bevor ich dann mir den anderen nehme. Ich habe auch schon einen gekauft. Er hat auch schon ein Tor gemacht, der Thiago Silva, nach einer Ecke mit einem Fuß. Das war ganz lustig. Ach so, ja. Seine Werte sind gar nicht mal so mega krass für einen 88er, aber seine Defense-Werte sind ganz gut. Er bekommt dann natürlich Shadow, weil er nicht so schnell ist. Kurzer Pass 79, lange 81. Es geht eigentlich auch noch ganz okay. 84 Reaktion ist ganz gut. Ballkontrolle 80 ist ganz gut, aber halt die Defense-Werte sind ziemlich krass. Abfang 89. 90 Manndeckung, 89 Zweikampf und 88 Grätsche, Sprungkraft 93, Ausdauer ist okay mit 74 und Stärke 81. Mit Shadow geht hier halt so gut wie alles auf 99, ist halt richtig geil. Dann Miranda ist mir bisher noch gar nicht so krass aufgefallen im Spiel, aber er ist meiner Meinung nach preis-leistungsmäßig die beste Option zurzeit auf der Position, deswegen nehme ich den auch. Eventuell teste ich mal noch irgendwie einen Infernaldo oder so, aber momentan glaube ich schon, dass er ganz geil ist, hat auch wieder vor allem sehr geile Zweikampfwerte und generell gute Defensewerte. Ausdauer ist halt nicht so geil mit 65, aber ansonsten, ja, ist mir nicht wirklich positiv, also mega krass aufgefallen, aber auch nicht negativ. Bisher in den ersten Spielen hat er auch noch nichts gemacht, ne, kein Tor, ne.
Dann Dani Alves, genau. Ich hatte nämlich kein Shadow bezeichnet. Jetzt habe ich aber Shadow. Ich habe tatsächlich dreimal Shadow gefunden. Und der braucht unbedingt Shadow. Der ist viel zu langsam gewesen ohne Shadow. Aber jetzt wird er, denke ich, richtig geil. Hat ehrlich gesagt auch nicht so die krassen Defense-Werte. Ich hätte eigentlich lieber einen anderen Verteidiger. Weil bei ihnen liegt irgendwie das Hauptaugenmerk vor allem auf dem Offensiven. 86 Dribbling, 83 Pass, 70 Schuss. Und Defense ist halt nur 79 bei dem 85er. Ist halt nicht so geil. Und man sieht es auch hier, Schusskraft 88, Fernschüsse 80, Stellungsspiel 76, ist halt ziemlich gut für einen Verteidiger. Übersicht 79, Flanken 88, kurzer Pass 85, langer Pass 78, Effet 81. Das sind halt alles so Mittelfeldwerte, die man eigentlich als Verteidiger gar nicht unbedingt braucht. Halt auch total wendig und dribbelstark, wie man sieht. Und seine Zweikampf- oder seine Defense-Werte sind halt gar nicht mal so krass. Ne? Das ist halt ein bisschen blöd. Aber mit Shadow wird es ja auch alles entsprechend geboostet. Da ist es gar nicht so schlimm, dass die anderen offensiven Werte von Haus aus schon gut sind. Dann ja, das hier ist er, der Gustavo. Den hatte ich mir. Zum Glück habe ich dem noch keinen Shadow gegeben. Der war Powerhouse drauf. Ich hätte halt kein Shadow. Und das ist halt die Inform. Die können wir jetzt direkt auf den Transfermarkt packen. Weil ich mir nämlich die Second Inform geholt habe. Die lustigerweise kein individuelles Bild hat, wie man sieht. Ist auch nicht schlecht. Und der hat halt schon richtig krasse Werte als Second Inform für einen. Für den Sechs, das ist halt ein richtiger Abräumer, ne? Sein Tempo ist ganz okay, bekommt natürlich auch Shadow. Schusskraft 97, Fernschüsse 86 ist auch geil. Mit dem kann man auch aus der Distanz mal einen draufziehen. Dann kurzer Pass 86, langer Pass 83 ist auch sehr gut. Also mit dem kann man auch gut die Bälle verteilen. Reaktion mit 86 ist sehr geil. Und dann halt hier Abfang 89, fairer Zweikampf 89, Grätsche 91, wird alles geboostet mit Shadow. Und dann Aggressivität 92, der wird einfach von alleine alles umreißen. Also auf den freue ich mich richtig sehr mit seiner Second Info, der bekommt auf jeden Fall jetzt auch Shadow. So. Dann Casemiro, unglaubliche Werte, wie ich finde, für den Sechser. Noch krasser als Gustavo. Das Einzige bei ihm ist, er ist halt relativ langsam, das ist ein bisschen schade, aber ansonsten auch eher Schusskraft 91, Fernschuss 81, also auch mit ihm kann man mal einen aus der Distanz draufziehen. Übersicht 81, kurzer Pass 87, langer Pass 89, überragende Passwerte. Reaktion ist auch wieder sehr gut, schön ruhig bleibt er mit 89 und dann hat auch Defense-Werte unglaublich, Abfang 89, Manndeckung 85, fairer Zweikampf 90, Grätsche 89, hier, Physis-Werte 88, aber 89 Sprungkraft, wie groß ist der? 1,80, okay, das ist gut, dass er gut springen kann. 89 Sprungkraft, 86 Ausdauer, 86 Stärke, 89 Aggressivität. Und der fühlt sich auch super geil an. Ich hatte ihn ja auch schon gespielt. Hat er schon was gemacht gehabt? Ne, drei Spiele noch nichts. Neymar ist, glaube ich, komplett Fehlbesetzung. Was? Den spiele ich als LM, als LF immer noch? Warum sagt mir das denn niemand? Kein Wunder, dass er sich nicht so geil anfühlt mit, okay, er hat trotzdem schon 9 Chemie. Aber wir machen ihn mal vom LF zum LN, da hat er nämlich 10 Chemie mit abgemähter Rakete. Ja, also es kommt mir echt so vor, als wenn er ein bisschen verschwendet wäre auf der Position. So richtig super geil, konnte ich mit ihm noch nicht umgehen. Ich habe aber auch keinen Bock, ihn immer zu wechseln auf die Stürmerposition, würde theoretischerweise gehen. Wenn ich zum Beispiel Firmino mit Catalyst spielen würde, könnte man ihn einfach immer in-game wechseln, habe ich aber keinen Bock drauf. Ich werde ihn mal noch ein bisschen testen. Ich weiß ehrlich gesagt jetzt gar nicht, wie viele Spiele ich ihn jetzt als LM getestet habe, wenn ich ehrlich bin. Und wie oft er gewechselt wurde. Ich glaube aber. Wenn alle anderen auch drei Spiele haben, hat er auch drei Spiele. Und hat in den drei Spielen nichts gemacht, weil dieses eine Tor war auf jeden Fall als Wechselspieler. Ja. Er hat in den ersten drei Spielen nichts gemacht. Das ist ein bisschen blöd, ne? Neymar ist aber halt auch ein Spieler, den will man jetzt nicht nur. Also ich könnte ihn ja auch als Wechselspieler nehmen in beiden Teams. Das wäre natürlich krass, aber ich würde ihn eigentlich schon gern fest spielen. Aber wenn er einfach nicht bei mir funktioniert, Robben hat auch nicht funktioniert bei mir als RM. Wenn er nicht funktioniert als LM, aber er muss eigentlich funktionieren. Ich werde ihm lange Zeit geben. Insigne und El Shaarawy haben auch super lange gebraucht, bis die richtig abgegangen sind. So, Giuliano, keine Ahnung, wie es ausgesprochen wird. Der hat ganz geile Start, fühlt sich auch ganz geil an, hat eine Vorlage gemacht bisher in den ersten drei Spielen, aber auf der ZOM-Position gibt es einige interessante Spiele für die Brasilianer und man darf auch nicht vergessen, ich habe eine Bundesliga Second In vom Rafael, das ist auch ein Brasilianer, also rein theoretischerweise könnte ich auch einfach Second In vom Rafael hier spielen und in der Bundesliga wieder zu Arangis übergehen, mache ich vielleicht sogar, muss ich mal schauen. Dann Philippe Anderson, ich wollte eigentlich erst Willian probieren, da habe ich mir die Werte von Willian angeguckt und die von Philippe Anderson und dafür, dass Willian einfach viel teurer ist als Philippe und die Werte gar nicht wirklich viel geiler sind, vor allem für den RM, habe ich mir gedacht, scheiß drauf, Anderson funktioniert so gut, ich lasse ihn drin. Und ja, dann als Stürmer halt, den ich unbedingt haben wollte, Roberto Firmino, richtig geil. Da gäbe es auch eigentlich nur noch als Option, ja, den Inform Jesus, der kostet aber glaube ich 400.000. Und er hat jetzt auch nicht wirklich viel geilere Werte, außer dass er schnell ist. Ich spiele ihn hier tatsächlich mit Hunter, aber eigentlich nur, weil ich ihn mit Hunter gekauft habe und ich ihm
Ich wollte ihm Hawk geben, weil ich Hawk eigentlich am geilsten fand. Aber ich wollte ihn mal mit Hunter testen. Und hat jetzt auch schon 3 Tore gemacht in den ersten 3 Spielen. Und er fühlt sich unglaublich geil an. Aber was der für einen Schuss hat, es ist so geil. Ihr werdet es dann sehen, wenn wir das erste Spiel mit ihm machen. Der ist richtig nice. Der ist richtig geil drauf. Der Name auch. Roberto Firmino Barbosa de Oliveira. Sehr geil. Ja, Beast, Beast, Beast. Und er hat wohl auch in den letzten Spielen super performt. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass er bald eine weitere Info bekommt. Das wäre natürlich geil. Und preislich ging das sogar noch mit 147.000. Das heißt, die nächste Info kostet dann wohl so 200.000. Die könnte ich mir dann bestimmt auch leisten. Von daher. Ja, das ist mein Brasilianer-Team. Ich hoffe, es wird mir ganz doll viel Spaß machen. Aber es macht eigentlich jetzt schon viel Spaß. Und es fühlt sich jetzt schon geiler an als mein Calcio-A-Team. Das war's. Wir sehen uns dann gleich wieder, wenn es hier einen Schnitt gibt und wir eine Runde zocken. Das mache ich dann morgen in der Weekend League. Bis dahin. Tschüss, tschüss. Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA 18 Ultimate Team. Ach nee, ist ja nur ein Schnitt für euch. Egal. Ich habe jetzt mein... Ach, ich muss alles nochmal erzählen, weil ich die... Ach, das ist egal. Ich habe jetzt meinen neuen Controller, Xbox 360 Wireless LAN Controller. Er ist schwerer als der mit Kabel, weil halt unten so ein fettes Batteriepack und Funkding dran ist. Ich habe gedacht, das wäre genau wie bei der PS4 oder Xbox halt am Fernseher. Man steckt dann den Controller einfach in den USB-Kabel rein und dann lädt er sich wieder auf und hat halt einen integrierten Akku drin. Aber nee, es hat noch ein richtig Oldschool-Batteriepack, wo man beschissene Batterien reinstecken muss und auch noch die großen fetten, nicht die kleinen, die mittlerweile jeder hat. Aber ich glaube, ich habe mir außerdem mal so ein großen Batterien gekauft. Die kann ich alle machen und dann werde ich mir wahrscheinlich Batterieakkus kaufen, die ich immer wieder aufladen kann. Aber das finde ich schon ein bisschen scheiße, dass man es halt mit Batterien macht. Also das ist ja auch für die Umwelt beschissen. Aber krass auf jeden Fall, hätte ich nicht gedacht. Aber er liegt schwer an der Hand, ansonsten natürlich gleich. Ich bin gespannt, mit wie er sich spielen lässt. Und wir fangen einfach an. Mit dem Brasilianer-Team muss ich mich noch einspielen. Ich merke halt, ich versuche auch noch viel zu viel fancy Stuff mit denen. Also ich versuche es dann einfach zu übertreiben und ja, und spiele einfach nicht meinen Stiefel runter. Das ist so ein bisschen das Problem noch. Ich hoffe, dass es das jetzt im ersten Spiel hinbekomme. Ich hoffe, dass ich nicht direkt verliere mit der Mannschaft, weil ich wollte eigentlich gucken, wie lange es dauert, bis ich mit der Brasilianer-Mannschaft in der Weekend League verliere und wollte hab halt gehofft, dass ich so einen kleinen Run hinlege. Aber wenn ich das Team jetzt schon wieder sehe, dann ist das vielleicht vorbei im ersten, bevor es angefangen hat. Das ist echt ein krass gutes Team schon. Und ja, wir schauen mal, was mit den Brasilianern läuft. Letzte Woche hat mir auf jeden Fall geholfen, mir dann öfters mal in den Kopf zu rufen, es ist nur ein Spiel, da bin ich nicht so abgehoben, nicht so auf Tilt gegangen. Ich hoffe, das klappt jetzt auch wieder. Es ist nur ein Spiel, wenn ich das erste Spiel verliere, scheiß drauf. Ich versuche gut zu spielen und mein Ding durchzuziehen. Und es ist jetzt das Wochenende mit Silvester, deswegen habe ich auch wieder keinen Plan, wie viele Spiele ich schaffe. Wahrscheinlich wird es darauf hinauslaufen, dass ich versuche, Gold 2 oder Gold 3 zu erreichen, um dann wenigstens für die nächste Woche qualifiziert zu sein. Oder ich spiele auch im 4-2-3-1, aber es ist das enge 4-2-3-1, also mit 3 ZOMs statt LM und RM. So, konzentrieren. Come on! Ach fuck, es sind noch die Kommentatoren an. Wenn ich jetzt den Ball anspiele, dann sind die Kommentatoren noch drin. Deswegen muss ich nochmal in die Einstellungen rein und das ausschalten. Ach, meine Nase läuft ein bisschen, merke ich gerade. Moment. So. Und los. Konzentrieren wir uns. Wie gesagt, nicht versuchen, den fancy Stuff zu machen, sondern normal spielen, wie ich es halt auch mit meiner Bundesliga oder vorher mit der Calcio A gespielt hätte. Schade. Und ich habe mir auch schon überlegt, Neymar noch mit einem anderen Champions League Style zu spielen, entweder Catalyst oder Engine. Vielleicht ist Dead Eye doch nicht so passend für meinen für meinen Spielstil. Aber natürlich ein bisschen Glück mit dem Abpraller, aber ja, schade, dass Giliano oder wie immer er heißt, mein ZOM, den ich selber mache, war auch starker Rechter. Aber ich habe mich auch nicht getraut, hier flach zu schießen. Die Pässe waren erstmal gut, auch vorher mit. Boah, das war knapp, denn er hat ja fast nach links daneben geschossen. Auch vorher schon von Neymar, geiler Pass. Das habe ich halt schon gemerkt bei Neymar. Er macht halt, hat zwar bisher echt wenige Scorer-Werte-Punkte gemacht, aber er macht halt so ziemlich viel geilen Stuff auf jeden Fall. Was aber halt leider jetzt noch nicht zählbar gewesen ist. Er lässt sich natürlich wunderbar dribbeln, das ist, steht außer Frage. Als hat er sich gerade den Ball ein bisschen beschissen vorgelegt.
Ja, und Gustavo Second Info, mega geil. Also was der macht, defensiv ist schon sehr cool. Böses Foul an Alves. Schade. Okay, Gegner spielt bisher nicht so gut. Casemiro aber auch geil. Also beide Sechser sind halt richtig geil, weil es sind halt ganz, ganz klassische Sechser nach hinten, die aber halt auch gute Pässe haben, was man eben auch merkt. Ja, Pass war nicht so geil. Aber ich wäre wahrscheinlich wirklich auf Raphael wechseln in der Brasilianer Mannschaft und in der Bundesliga wieder auf Arangis. Was war jetzt vor? Ich meine, ich führe, von mir aus kann er noch weiter rumalbern, wenn er will. Wieder das schön verkackt. Stellungsfehler. Ich wollte ja eigentlich mal von Miranda auf David Luis wechseln, aber da habe ich gemerkt, dass David Luis einfach so übertrieben teuer ist, nur weil er halt in der Premier League spielt. Dass ich mir gedacht habe, okay, das ist es nicht wert, zumal er halt auch keine Inform ist. Da behältst du einfach Miranda. Wenn jetzt David Luis super teuer als Inform zu haben wäre, okay, dann würde ich ihn halt als Inform holen, weil da ist auch die Wahrscheinlichkeit sehr gering, dass ein Preisverlust stattfindet. Aber bei einem normalen Spieler hatte ich keinen Bock drauf. Auch wenn er schon 86er ist. Weil es so krass unterscheidet, dass ich halt nicht von David Luiz. Was hat er denn mit seiner Pause vor? Will er umstellen oder von mir aus kann er auch direkt abbrechen und rausgehen? Ungewöhnliche Pause in der ersten Hälfte. Ja, genau, bei Neymar überlege ich halt wirklich, ich weiß nicht, wie lange ich ihm noch Zeit gebe, bevor ich ihn rausschmeiße, nee, Quatsch, bevor ich ihn mit einem anderen Champions League Style teste. Ich kann es einfach nicht, es bringt mir einfach nichts, es ist einfach scheiße. Haben wir noch irgendjemanden, der es richtig drauf hat? Nee. Ich glaube, ich nehme mal alles und leg ab. Und ich glaube, es sind nicht ganz so kopfballstark. Ich weiß gar nicht, ob ich schon ein Kopfballtor gemacht habe mit der Brasilianer Mannschaft. Ich glaube nicht. Ich glaube, es sind nicht so kopfballstark mit dem Team. Weil die Innenverteidiger sind nicht super groß, sondern bringen halt wieder bloß die Sprungkraft mit, was immer. Fuck, ey, da standen drei Leute und wir kriegen es nicht hin, mal einen geilen Pass dahin zu bekommen. Ja, die haben halt nur Sprungkraft, die sind jetzt alle unter 1,90 und deswegen glaube ich. Geil. Deswegen glaube ich, dass wir nicht so kopfballstark sind. Scheiße, das wollte ich abdecken. Alter, was der für Fehler macht im Spielaufbau, ist Wahnsinn. Wieder mit Abseitsfalle? Was ist mit dem los? Er scheint echt mit Abseitsfalle zu spielen. Komplett dumm.
immer auf Abseitsfalle geht. Krass. Schon wieder. Aber so richtig kriege ich hier keine super geilen Torschancen mehr hin, muss ich zugeben. Schön. Thiago Silva, also der geht richtig ab, der Junge. Jetzt mit Shadow natürlich noch mehr. Oh Gott, Luis Gustavo, der ist natürlich überhaupt nicht schnell. Das gibt's überhaupt nicht. Also der ist richtig schwach. Freut mich natürlich, aber wir führen trotzdem nur 1-0, ne? Das ist so ein Problem. Och, Abi oder was? Fuck. Ich dachte, es wäre im richtigen Moment gewesen. Vielleicht sollte ich weniger über Abseits versuchen oder einfach mal so ein bisschen mehr durchkombinieren. Ich meine, wir führen halt schon 1-0, er hat 0 mal geschossen, aber ihr kennt das Spiel. Er braucht einfach nur ein glückliches Tor, 1-1, Verlängerung, bumsi bumsi, dann kriege ich keine Torschance mehr, es geht ins Elfmeterschießen und dann ist wieder Glück. Oder vielleicht schießt er auch gute Elfmeter, keine Ahnung. Alessandrini hat den erst eingewechselt? Oh fuck, das war sogar gut gespielt, krass. Das war sogar gut gespielt. Erste gute gespielte Angriff. Erster Schuss und direkt drin. Aber es war gut gespielt, leider. Und ich konnte da eigentlich auch nicht weiter viel machen, also einfach gut gespielt. Aber egal, wie gesagt, wir sind der Bessere. Und ich hoffe und gehe davon aus, dass wir jetzt wieder den Führungstreffer machen. Ich denke, einfach ein bisschen mehr übers Kombinieren kommen. Boah, zum Glück. Das war auch wieder kein schlechter Angriff, zugegebenermaßen. So, Neymar, jetzt zeig mal, was du kannst. Fuck, aber war schön gespielt, Benemar. Ha, nice Fehler. Für kann der Gegner natürlich nichts. Sind halt alle ziemlich dribbelsteig, außer vielleicht Gustavo. Die Brasilianer, das merkt man jetzt schon. Komm, na also, boom!
Schönes Tor von Giuliano und wir werden mal ausgiebig feiern, nachdem er jetzt den toten Fisch gespielt hat. Oh ja, perfekt, perfekter Jubel. Genau das ist die richtige Antwort jetzt. Ganz ruhig, meine Freunde, ganz ruhig. Schönes Spiel mit Firmino, gut getribbelt und dann Giuliano hat halt einen guten rechten Schuss, aber wie gesagt, hat mich bisher noch nicht so überzeugt und ich denke, ich werde irgendwann zu Raphael wechseln. Mal schauen. Rein theoretisch weiß halt Raphael auch die besseren Werte, weil er halt auch beidfüßig ist. Mal gucken, ich glaube, ich weiß gar nicht, ich gucke nochmal die Werte an von Giuliano, vielleicht mache ich es wirklich direkt nach dem Spiel, weil Arangis ist einfach der bessere. Wozu soll ich den da nicht nehmen? Oder wieso soll ich ihn da nicht nehmen in der Bundesliga? Und meiner Meinung nach ist Raphael besser als Giuliano. Sehr geil. Ja, jetzt habe ich einen blöden Flügelwechsel gemacht, den ich gar nicht machen wollte. Da wollte ich leider nicht hinspielen. Oh, bestimmt zuletzt dran, ne? Ja. Ich überlege gerade, will ich wechseln? Ist das ein knappes Ergebnis bisher? Neymar können wir, denke ich, noch lassen. So, also ich spiele einfach noch nicht auf mein Maximum. Es ist auch das erste Spiel jetzt gerade, aber wäre ganz geil, wenn wir das gewinnen. Wie gesagt, mal gucken. Es wäre cool, wenn wir halt mit den Brasilianern mal nicht so schnell verlieren würden. Krasser Schuss, also der war bestimmt so gefährlich, weil er verdeckt war. Ansonsten muss ihn doch eigentlich Neto easy haben. Rot? Ich hab's nicht genau gesehen, aber er hat sich auch direkt verletzt. Nee, nur gelb. Schade. Fabinho, den hätte ich auch gerne für mein Mittelfeld, aber ich habe halt diese Christmas SBCs nicht gemacht. Ich mache generell keine SBCs, die gehen einfach immer komplett auf den Sack. Ja, ich hätte natürlich auch ganz crazy nochmal abspielen können, aber wozu, wenn wir Alessandrini haben, dann können wir auch den selber einschieben. Weil es ist viel peinlicher halt, wenn man ihn dann nochmal weglegt, also nochmal passt und dann irgendwie verschießt oder so. Deswegen scheiß drauf, eingeschoben. Und es kommt davon, wenn man so eine dumme Abseitsfalle die ganze Zeit spielt. Komplett sinnlos. Und damit haben wir jetzt auch den Deckel. Sehr schön. Oh, den hat man eigentlich schon. Schade. Schon wieder ein Fehler vom Gegner, der leider nicht bestraft wird. Und naja. Das ist natürlich schon sehr lucky, wie er da zum Tor kommt. Aber das macht nichts. Ist egal. 81. Jetzt können wir auf Zeit gehen. Kommen die wilden Grätschen. Dann kriegt er ja noch eine rote Karte. Ah, gelb für Gnabry. Oh, als linken Flügel. Auch Christmas Special, den er nicht spielt.
Das ist irgendwie lustig. Oh, verletzt oder was? Naja, vielleicht hat er sich nicht verletzt. Weiß es nicht. Jetzt eine rote? Wieder nur gelb. Verdammt nochmal. Jetzt aber. Come on. Der hatte schon gelb. Der hatte schon gelb. Hallo. Was ist denn hier los? Oh mein Gott. Wollen mal jemand... Oh, krass, ohne Foul. Jetzt aber. Gelb-Rot, come on. Oh, es gibt sogar Glattrot. Aber es ist egal, er ist trotzdem nur ein Spiel gesperrt. Egal, ob er Gelb-Rot oder Rot bekommt. Was ist das gewesen? War das ein türkisches türkische Nationalmannschaft das Trikot oder ist das ein türkisches Team? Macht es aber auch immer wieder. Nächste gelbe. Ich schaffe es ja noch drei rote Karten zu kriegen beim Gegner. Oder ne, brauchen wir vier? Wie viel braucht man? Weiß gar nicht. Drei oder vier und dann. Wird das Spiel abgebrochen, man hat es 3-0 gewonnen, glaube ich. So, erstes Spiel gewonnen mit den Brasilianern in der Weekend League, sehr gut. Gegner war aber auch wirklich schlecht. Tore, Felipe Anderson, Giuliano und Alessandrini, Vorlagen. Firmino und Alves und Man of the Match ist Anderson. Aber Neymar hat auch eine gute Bewertung, hat auch ein gutes Spiel gemacht, auch wenn er, wie gesagt, nicht gedingenst hat. Aber ich spiele trotzdem den Gedanken, ihn anderen Champions League Style zu geben. Engine oder Catalyst, eins von beiden. Ich glaube, ich will ihn mal mit voller Pace spielen. Ich glaube, dann könnte er noch ein bisschen besser funktionieren. Obwohl ich ja sonst eigentlich nicht so Pace-verrückt bin. Hat sich auch direkt verletzt. Zwei Spiele Fuß. Was? Wieso? Wieso immer zwei Spiele? Ach so, ich wollte mir Giuliano noch mal angucken und dann wechseln, ne? Machen wir jetzt mal. Sechs Spiele, zwei Scorerpunkte. Er hat jetzt... auch nicht wirklich überzeugt und mich stört es einfach, dass er nur drei Sterne auf dem schwachen Linken hat. Ja, ich glaube, ich werde ihn kicken. Und wer Raphael dafür nehmen. Ich glaube, der passt da einfach besser rein. Sechs Spiele, fünf Scorerpunkte, okay. Kann ich eigentlich direkt auf die Transferliste packen? Brauche ich ja eh nicht mehr. Ja, und wir sind wieder mal bei Arangis. Aber Raphael hat es auch nicht besser gemacht. Vielleicht macht es ja besser in der Brasilianer-Mannschaft. Er hat jetzt 19 Spiele und ich schreibe das mal auf. Weil mich das echt mal interessieren würde, ob er jetzt bei den Brasilianern mehr durchdreht. Aber ich bin eh noch nicht eingespielt bei den Brasilianern und ich merke halt echt, ich versuche noch zu viel Scheiß mit denen. So, ach, das Zettel ist ja schon komplett vollgeschrieben. Mach ich mal noch irgendeinen frischen Zettel oder so? Na, scheiß drauf, kriegst du ihn irgendwo hin. Rafa, 19, 9, 2. Okay, Bundesliga und ihr werdet sehen, direkt im ersten Spiel wird Arangis wieder 5 Tore machen, 30 Vorlagen. Wie immer halt, wenn man den dann wieder reinholt. Ach Mann. Ich raff's einfach nicht, ey. Halt, was habe ich denn jetzt gemacht? So muss es sein. Tja, jetzt wird man ihm halt die Heilungskarte geben, was soll's? Action, 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 Action. Und ich habe das Gefühl, Gnabry macht nicht mal mehr Scorerpunkte als Werner, aber ich glaube trotzdem, dass er besser ist. Er macht mehr Zaubertore, glaube ich, auch wenn er keinen linken Fuß hat. Es wäre halt geil, Werner in Form, jetzt haben wir Winterpause.
Es wird also noch dauern. Schon wieder ein sehr gutes Team. Vor allem der Sturm ist ultra gefährlich. Mal gucken, ob er das mit drei Stürmern spielt. Das Spiel sieht man eigentlich in FIFA 18 nicht so oft, ein Spiel mit drei Stürmern. Na, ist war klar. Geht wahrscheinlich aufs 4-1-2-1-2, würde ich sagen. Mit zwei Stürmern. Wahrscheinlich Aguero, Martial und Mahrez als ZOM. Bakayoko wahrscheinlich ZDM, Matuidi und Herrera wahrscheinlich ZMs. Schauen wir mal, ob ich recht habe. Aguero und Martial, das stimmt. Mahrez als ZOM stimmt. Ah, Herrera als ZDM und Bakayoko als ZM, okay. Ich weiß nicht, ob das so rum sinnvoller ist. Ich kenne jetzt die Spieler nicht so gut von den Werten her. Premier League halt. Kam ein kleiner Heel-Job direkt am Anfang. Oh, viele schnelle Pässe auf jeden Fall. Guter Roulette. Das hat er richtig gut gespielt. Traumhaftes Tor, richtig geil gemacht. Was soll ich dagegen machen? Das war einfach sehr gut gespielt und dann von mir wahrscheinlich zu aggressiv verteidigt. Das Problem ist nur, es ist halt der erste Angriff von ihm. Die meisten spielen es halt nicht so. Die meisten spielen halt nicht mit solchen Tricks und dann ist solches aggressive Verteidigen meistens besser. Das war leider gut gespielt. Blöder Anfang für mich, blöder Start. Mein Controller ist aus. Sag bitte nicht, die Batterien sind alle. Ich weiß nicht wieso, aber mein Controller war aus. Ich hoffe, die Batterien sind nicht alle, aber da kommt natürlich eine Anzeige, oder? Mein Controller war alle. Hä? Also aus, nicht alle aus. Ich weiß nicht wieso, aber er war aus. Ich glaube, der spielt richtig gut. Kopfball-Duell gegen Bailey zu gewinnen ist eher unwahrscheinlich. Sehr schön mit Sokrates. Schade. Oh, das wäre es gewesen. FIFA 13 Tor. Das gibt's ja gar nicht. Wie schnell ist denn der, dass er das geschafft hat, bitte? Das waren gerade alles Grätschen von meinen Spielern, die sie von selbst gemacht haben. Und immer nehmen sie sich damit aus dem Spiel, aber haben den Ball nicht. Richtig geil. Aber wieder abgefälscht, oder? Was? War aber scheiße geschossen, dabei war er damit rechts geschossen, verstehe ich nicht. Schade. Oh, so knapp. Fuck. Aber war ein guter Angriff. Schade.
Nein, da war noch das Klären drin. Fuck. Knapp. Er macht's gut. Wie gesagt, ist halt auch wirklich ein guter Spieler. Man merkt das. Ich glaube nicht, dass ich das hier noch gewinne, aber es ist nur ein 1-0. Jetzt klappen nämlich seine ganzen Tricks und sowas nicht mehr so gut. Es ist echt ärgerlich, dass dieser erste Angriff so gut funktioniert hat. Hier wurde ich quasi blockiert. Wird natürlich nicht als Foul gewertet, weil kein Tor in der Nähe war. Weil kein Ball in der Nähe war. Und schon kriegt er dadurch nämlich überhaupt erst den Ball. Das ist ein bisschen unfair. Fuck you. Oh Mann! Das ist nur ein Spiel. Mitgenommen den Ball. Scheiße, ich spiele zu offensichtlich. Ich glaube, ich wechsle jetzt auch mal aus 4-1-2-1-2. Bin nicht zufrieden, ich bin nicht zufrieden. Wir hatten einen richtig geilen Angriff. Ich kann es nicht wegdrücken, ich drücke die ganze Zeit. Also er drückt es nicht weiter, meine ich. Ach, dieser erste Angriff hätte er nicht durchgegeben. So schlecht sieht unsere Statistik gar nicht aus im Vergleich zu seiner. Wir haben auch ein bisschen mehr Ballbesitz. Er kam nicht mehr wirklich gut durch. Schade, aber ich muss halt den Rückstand aufholen. Lief etwas suboptimal für mich. Oh, schade. Es war leider auch der linke von Origi. Da ist nicht so einfach. Soll der genau eine Station weiter auf Gnabry, aber hat es nicht gemacht. Schon wieder eine Grätsche, die ich nicht mache.
Oh, dieser Ginter. Oh, zum Glück. Das war richtig dumm von Ginter gespielt. Muss ich denn dauernd ins Auslaufen mit dem? Okay, ist nur ein Spiel, komm, es steht 0-1, du brauchst nur ein Tor. Nice luck. Es war wieder Abseits. Och, wie kann denn das kein Abseits gewesen sein? Ach komm, jubel noch ein bisschen, Idiot. Mach deinen Spaß, die Tanz. Oh, fuck! Seine Spielweise geht mir aber auch ultra auf den Sack. Ich denke, es wäre. Also, das Tor hat ihm auf jeden Fall super geholfen, dieses erste Tor. Es war auch gut rausgespielt. Ganz klar. Aber ohne das Tor hätte mich, glaube ich, seine Spielweise auch einfach nicht so sehr angekotzt. Und jetzt ein 2-0, das hole ich halt niemals auf. Da wollte ich natürlich nicht hinspielen. Natürlich zu spät abgeschlossen. Nice. Habe ich auch einfach nicht gut ausgespielt, muss es halt einfach so sagen. Ficken, ey. Hat halt auch keinen Bock mehr gegen den Typ. Schade, ich glaube, wie gesagt, das erste Tor war halt ein bisschen Pech, aber ich habe es dann versucht, wir hatten unsere Chancen. Das hat halt nicht sein sollen und dann nach dem 2-0 hab ich einfach die Lust verloren gegen den Spieler. Und er ist auch wirklich gut, wirklich ein sehr guter Spieler, kann man nicht anders sagen. Ja, Origi hat wieder Ballannahmeprobleme, wodurch ich nicht passen kann. Habe ich mit Absicht gemacht. Ich renne ja gerade mit Sokrates durch.
Ach, Gnabry. Haben wir eigentlich Werner noch oder habe ich den verkauft? Ich würde halt gerne noch mal gucken, wie viele Scorerpunkte wir mit Werner hatten. Schade. Hätte besser spielen können, aber wir hatten auch ein bisschen Pech. Aber der Gegner verdient gewonnen. Leider. Aber wie gesagt, wir hätten es definitiv ausgeglichener gestalten können. Dieses erste Scheiß-Gegentor, ey. Zum Kotzen. Egal, bis zum nächsten Mal. Ich gucke jetzt mal mit der Werner und sowas nach.